optimal. Ihr Sohn ist sehr lebhaft. Ja, seit ein paar Tagen. Ich krieg auch meine Schuhe, komm noch ran, aber dass das in der 28. Woche wohl normal ist? Ja, der war irgendwann so hoch, dass meine Gynäkologin mir Tabletten verschrieben hat, die man auch in der Schwangerschaft nehmen darf. Das Medikament und die Dosis. Außerdem brauche ich ein großes Blutbild. Die Schwangerschaft war nicht geplant, aber ich freue mich. Das ist eine Schwangerschaftsbedingung. Was ihm leider nicht gelingt. Also es kommt nicht genug Blut durch und deshalb ist ihr Blutdruck auch konstant zu hoch, nach wie vor 170 zu 110. Versucht für sie, einen Platz auf der gynäkologischen Station zu bekommen, aber wir überwachen ihr Kind konstant mit dem CTG und sieben die Lungenentwicklung ihres Kindes zu fördern. Moment, heißt das, ich kann eine Frühgeburt? Weil eine Präeklampsie einen unkontrollierbaren Verlauf nehmen kann. Unser Ziel ist es jetzt erstmal. Und Dr. Stern ist super. Wollen Sie jemand anrufen? Den Vater des Kindes? Wir haben keinen Kontakt. Ihre Eltern? Das ist kompliziert. Wirklich? Mama, das nennt sich Präeklampsie. Das ist eine schwangerschaftsbedingte Krankheit. Also, Sie sind super hier, aber ich mache mir halt total Sorgen um das Baby. Es geht hier nicht um mich, es geht um meinen Sohn. Ich bekomme einen Jungen. Entschuldigung, dass ich nicht abgetrieben habe. So wie Mama, ich habe Angst um mein Kind, deshalb habe ich dich angerufen. Das ist alles, was dir dazu einfällt. Ich glaube, du gehst jetzt besser. Jetzt! Sie wollte, dass ich abtreibe. Sie hat mich allein großgezogen. Ich bin das Ergebnis einer Affäre. Meine Mutter hatte was mit einem Pferd, sie ihre Ausbildung abgebrochen und ist putzen gegangen, um es über Wasser zu halten. Als ich ihr erzählt habe, dass ich schwanger bin, sie hat sich keine Sekunde gefreut. Was ist? Sie werden jetzt selbst, Mama. Das ist wirklich... Haben Sie auch Kinder? Nee, noch nicht. Ich habe eine enge Auswahl von ungefähr 200 Stück. Anton? Adam? Theo? Valentin? Ich habe keine Ahnung, wie ich mich entscheiden soll. Die Station. Mit ihrem Kleinen. Müssen Sie ihn jetzt holen? Kann man das nicht irgendwie aufhalten? Dr. Stern, wäre es nicht doch besser, das Kind zu... You understand me now. If some... Hallo. Es ist alles gut gelaufen. Er atmet sogar schon alleine. Herzlichen Glückwunsch. Er hat die kritische... Okay. Anton. Ich hab mich ganz vergessen. Nach deiner Geburt war das ja auch so. Ich weiß. Mist. Ich dachte immer, dass wir glücklich waren. Zusammen. Und warum sollte es mir dann mit Anton anders gehen? Und ich werde dich gnadenlos ausnutzen. Als Babysitterin.